Willkommen zu Lachen, Heulen, Zähneknirschen. Heute mal zu einer sehr weihnachtlichen Episode. Wir nehmen euch mit in die Kirche, zu den Dreharbeiten, zu unserem Weihnachtsalbum Endlich Weihnachten. Heute haben wir mal einen Special Guest und das ist mein Papa. Ja. Und heute wollen wir euch ein bisschen von unserem großen Release erzählen und ein wenig tiefer eintauchen in das, wie das so ist, zwischen Vater und Tochter, ja, gemeinsam Musik zu machen, die kleinen Streitereien und wie wir es dann doch geschafft haben, uns zusammenzureißen für ein gemeinsames Ziel. Ja, und ganz am Schluss werden wir natürlich einen von diesen wunderschönen Liedern spielen, mit der Gitarre, nur Akustik, in der Akustikversion, Tannenbaum, ich schmück dich. Du nimmst mich auf gerade. Ich bin ganz aufgeregt. Das erste Musikvideo in diesem Monat. Weihnachten bei. Ich tatsche sowas von professionell. So beschreiblich. Das Team ist wieder zusammen. Zeig's mir, was da drin ist. Weihnachten bei uns. Ich habe das noch nicht so aufgenommen. Ich muss einfach so tun. Es wird nie ein Reinfall sein. Sehen wir das. Leg ab und komm rein. Wir tun jetzt mal so, als wären diese Kameras nicht da. Genau. Ja. Das ist alles gar nicht da. Wir erzählen einander jetzt ein bisschen, was wir wirklich gemocht haben, was wir uns bei den Songs gedacht haben. Also es sind ja extrem viele Nummern auf dem Album, oder? Ja, diesmal haben wir uns wirklich Mühe gegeben, dadurch, dass wir auch gesagt haben, wir haben durch Corona und durch den Lockdown ein bisschen Zeit, haben wir natürlich uns gesagt, na, warum machen wir da nicht mehr Songs drauf als immer die üblichen 15? Ja. Diesmal sind es 22 geworden und ich muss sagen, es war eine der umfangreichsten Produktionen, die ich je begleitet habe. An dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an Manuel Stix, der in Österreich sitzt und der ein ganz, ganz toller Arrangeur ist und der uns geholfen hat bei ganz vielen Nummern. Ja, nehme ich gleich das da. Komm nach Haus. Ja, das ist die Geschichte. Das ist übrigens seine Nummer, ne? Er singt die Nummer richtig von vorne bis hinten. Wo mir immer Chris Rea einfiel mit Coming Home oder Driving Home for Christmas. Ja. Kommst nach Hause und auf dem Weg dahin denkst du an denjenigen, der dich erwartet und derjenige, der dich erwartet, denkt an dich und dann... So ein richtig schöner, fluffiger Chris Rea Beat, ne? Ja. Musste unbedingt aufs Album. Küss mich, halt mich, lieb mich. Ah. Was ist das für ein Song? La, 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 la. Dann wünsch ich mir Füße, die Wasser noch fühlen, Dornen, die weichen und Rosen, die blühen. Küss mich, halt mich, lieb mich für immer. Küss mich, halt mich, lieb mich. Ich darf wieder. Das Sterntaler Mädchen. Oh, die tolle Geschichte. Oh, oh, ja. Wer kennt sie nicht? Ne? Das arme Mädchen. Das arme Mädchen von den Gebrüder Grimm liegt dem zugrunde. Und wir haben uns sozusagen anhand dessen so ein Beispiel genommen und haben eine schöne kleine Geschichte erzählt über ein Mädchen. Oh, das muss ich direkt mal spielen. Das ist auch so schön. Genau. Ein Waisenkind, das durch die Nächte läuft und selbst sein letztes Hemd noch verschenkt. Aufs Album. Ja. Still, 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 auch ein Song, ein Schlaflied eigentlich aus dem 18. Jahrhundert, haben wir gedacht, ach, das ist so schön, das kann man so schön mal mit, kann man mal eine andere Stimmfarbe zeigen. Ein bisschen klassischer, ne? Hast du klassisch gesungen. Schön vielseitig bleiben. Ja. Süßer die Glocken, die klingen. Oh, das können wir noch mal ganz gespielt, das noch mal ganz kurz an. Also ich glaube, die kann man sehr langweilig und sehr latschig produzieren und machen. Wir haben uns entschlossen, das so ein bisschen bluesig und gospelartig zu machen. Ne? Süße die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit.
ist, als ob Engelein singen, Lieder von Frieden und Freude. Dann nehmen wir mal. Endlich Weihnachten. Ja, wir brauchten, weil wir ja immer eine Kirchentournee auch machen jedes Jahr, brauchten wir sowohl für das Album auch für die Tour einen Opener. Ja. Und der heißt halt einfach, heute ist endlich Weihnachten. Passt genau. So schön mit dem Wortspiel unserer Namen. Ja. Ein Muss. Absolut. Ja. Komm nach Haus, das hatten wir doch schon. Habe ich das falsch reingeworfen? Mm. Oh. Holter die Polter. Holter die Polter. Da kommt der Weihnachtsmann. Da kommt der bei uns an. Der Weihnachtsmann. Heute die Polter, heute kommt der Weihnachtsmann, heute kommt der bei uns an, der Weihnachtsmann. Heute die Polter, heute kommt der Weihnachtsmann, heute kommt der bei uns an, der Weihnachtsmann. Hey! Du tust, siehst du? Ich, so, ich wieder. Ja. Weihnachten bei uns, unsere Single dieses Jahr und Partysong. Partysong. Weihnachten, Party. Weihnachten. Unbeschreiblich schön, es kann scheppern, es kann dröhnen. Weihnachten bei uns, es wird nie ein Reinfall sein. Leg ab und komm rein. Weihnachten bei uns. Das ist der Song, den wir nachher noch zusammen performen. Genau. Tannenbaum. Ich schmück dich. Natürlich eine schöne Aufzählung von Dingen, die uns, die wir mögen, wenn wir unseren Weihnachtsbaum schmücken. Kleine Miniaturen, Geschenke oder Weihnachtssterne, die man noch von Oma übrig hat. Mhm. Oma ist sowieso ein total wichtiger Punkt, weil bei all den Dingen, die man so schreibt und wenn man an Weihnachten denkt, geht man ja gedanklich immer wieder in seine Familie zurück. Und da war das ganz klar, dass meine beiden Großmütter mir immer wieder so im Gedanken waren und das Album mit begleitet haben, im Grunde. Jetzt noch eins für mich. Wandern durch den weißen Winterwald. Genauso ein Klassiker wie Have Yourself a Merry Christmas. Und es ist gar nicht so bescheuert. Der deutsche Text ist gar nicht so blöde. Weil das ist ja oft ein bisschen das Problem von Übersetzungen, ne? Dass das gar nicht so dufte ist. Aber bei dem ist es schön. Und der letzte Song. Jemand, der zaubert. Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die auf meinem allerersten Album diesen Song sich ausgesucht haben, weil er einfach total schön ist und sich den auch immer wieder gewünscht haben. In dem Song geht es ums Erwachsenwerden und das Reflektieren über, was hat man sich als Kind gewünscht und was ist davon eingetroffen. So, das. So, es ist ein der Haufen ist vollbracht. Wir haben eine ganze Menge Nummern geschrieben, wie man sieht. So, wir sind ja nicht nur bei lustig sein, quietschi, quietschi, freudi, freudi. Nein. Wir sind ja bei Lachen, Heulen, Zähneknirschen. Mhm. Was war dein persönlicher Zähneknirschen-Moment und Heul-Moment während der Arbeit am Album? Mit mir, mit dem Ganzen. Wo hast du gedacht, oh, jetzt geht's nicht mehr? Ja, als der Sommer kam, als ich so gar keinen Bezug dann mehr hatte zu den Songs, ne? Wo ich froh war, dass die gefühlsmäßig alle schon geschrieben waren und dass alles relativ klar war. Ne? Ja. Da habe ich gedacht, so jetzt sich bei 36 Grad zu motivieren. Zu motivieren. Wir hatten schon 18 Lieder fertig und die letzten vier. Dann doch noch dahin zu bringen, dass sie zu den anderen so passen und dass das so. Das war. Es gab so einen Punkt, wo ich dachte, ach, jetzt könnte es aber eigentlich auch mal, vorbei sein. Aber es hat dann trotzdem funktioniert. Ja, und ich hoffe, ihr mögt es und hört mal rein. Und wir hoffen, dass euch das viele Weihnachten begleiten wird. Und wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Song Tannenbaum, ich schmück dich. Tannenbaum, oh Tannenbaum.
mich, schmück dich. Tannenbaum, oh Tannenbaum, verrück dich wie jedes Jahr, wie jedes Jahr. Die roten, die gelben, die goldenen Kugeln, wer hat sie auf dem überfüllten Dachboden entdeckt? Die Engel und die Sterne, die sehen wir gerne. Wo in welchen Kisten hätten sie sich bloß versteckt? All unser Baumschmuck, all die Pyramiden, einfach verliehen oder irgendwo hier. Baumschmuck mit Glimmer, die kleinen Figuren, die Miniaturen aus Faltpapier. Tannenbaum, oh Tannenbaum, ich schmück dich. Tannenbaum, oh Tannenbaum, verrück dich. Froher Lichterkerzenschein, das wird unsere Festnacht sein. Du bist unser Schatz da. Tannenbaum, oh Tannenbaum, ich schmück dich. Wie jedes Jahr. Glitzert, was funkelt, wenn die Nacht sich verdunkelt, haben wir nur viel zu gern an unserem Tannenbaum. Maria und Josef, liebevoll gebastelt, auf einem Bett aus einfachem Stroh. Wird unsere Festnacht sein. Du bist unser Schatz daheim. Tannenbaum, oh Tannenbaum, ich schmück dich wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr. Das war Tannenbaum, ich schmück dich aus unserem Album Endlich Weihnachten. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Und schreibt mir doch in die Kommentare, welche Songs euch so passen, was euch so durch den Tag begleitet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Lachen, Heulen, Zähneknirschen wieder. Macht's gut, eure Ella. Und Norbert. Tannenbaum, oh Tannenbaum, ich schmück dich wie jedes Jahr. Yeah.